Du lieber Löwe, auch bei dir sind mega Starterenergien in den März. Ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht und zwar habe ich hier jetzt eine Schutzkarte gezogen. Das, was dich schützt dieses Monat, das, was dich begleitet, eine Themenkarte, also das, was das Thema quasi angibt, um was es hier zusätzlich geht im Monat und hier, was hier noch dazu gesagt wird. Und da jeweils die Rückblätter. Da habe ich nach Impulsen gefragt und hier so ein bisschen den groben Verlauf. Und das, was man hier sieht, ist großartig. Du befindest dich hier jetzt wirklich in Uploads, in Downloads von Lichtbewusstsein. Es kommt die Entwicklung gerade, dein Potenzial wird gerade hervorgeholt. Wir haben hier die DNA-Doppelhelix, ja. Es geht um das Ja zu dir selbst. Es geht um deine Supernatur, die du jetzt gerade entfalten darfst, um wieder in die Überraschung im Leben hineinzukommen. Das heißt, egal um was es bei dir geht, ob hier noch eine Reinigung drinnen ist, ob du hier die Fülle noch nicht sehen hast können, weil du noch an der Vergangenheit ein bisschen dran warst. Ja? Egal wie, alle Wege führen nach Hause. Durch deine innere Intuition, durch deine innere Autorität, durch den Blick zu dir selbst findest du deinen Weg durch jede Katakombe deines Lebens hindurch hinein, in die Sonne hinein, ins Leben hinein, in die Freude, wo du jetzt auftauchen wirst. Und das finde ich wunderschön, weil wir haben hier eine tiefe Trennung gehabt, ja, tatsächlich von dir, von deinem Wesen oder von deinen Wünschen. Und ich habe so das Gefühl, dass das auch mit der Liebe zu tun hat, damit zu tun hat, wirklich du selbst zu sein, deine Flügel zu öffnen. Und das Lied kam mir in den Kopf. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem das ist. Ich glaube, mir fällt jetzt der Name nicht ein von dem, aber so über 7 Brücken wirst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen oder so. Also das war so, was da kurz in meinen Kopf gesummt ist. Also irgendwo habe ich das aufgegriffen und das habe ich jetzt tatsächlich, kommt das mit. Und die Botschaft ist aber, dass hier ein Zorn, ein Konflikt, eine Marsenergie, ein Kampf drinnen war. Ja, eben aufgrund von irgendwelchen vergangenen Belastungen, die dich ein bisschen von dir getrennt haben. Und dort kommst du jetzt zurück. Diese 7, ja, da ist nämlich auch die Brücke gefallen. Diese 7 Jahre quasi sind vorbei. Du bist jetzt über viele Etappen bist du immer weitergegangen und jetzt kommst du in dir an und machst dich frei. Ja, da sind noch so ein bisschen Restgedanken, die rumzwitschern, auch Situationen, die noch nicht ganz zu dir passen. Aber danach kommt die Wunscherfüllung einfach tatsächlich in dein Leben geflattert. Ja, und du gehst jetzt hier eben aus unschöneren Sachen raus, die dich unrund gemacht haben, die dich nicht beflügelt haben, sondern eher wie eingezwängt. Ja, wenn wir uns vorstellen, du sitzt da drinnen in diesem Vogelhäuschen und um dich herum zwitschert es halt, um dich herum geht halt irgendwie so wie die Post ab und du brauchst da drinnen einfach nur eine Ruhepause. Und das war jetzt, ja, weil die Brücke führt hinaus in die Wunscherfüllung hinaus, auch aus einem kleinen, zu klein gewordenen Kokon, da gehst du jetzt eben heraus. Und das ist der Prozess, der jetzt gerade stattfindet für dich. Wunderschön. Und das, was ich jetzt hier bekommen habe, mit dem tiefen Vertrauen, das ist die Mutterliebe an sich. Ja, geht es darum, wirklich auch Familienstrukturen noch einmal Vertrauen hineinfließen zu lassen, zu erkennen, dass du, egal was passiert ist, von Mutter Erde, vom Universum und von Menschen geliebt wirst, dass du dir selbst vertrauen darfst, dass deine Intuition, deine Stärke, deine Kraft unglaublich wichtig ist und dass du es verdient hast, egal was passiert ist, egal was mit dir eingeredet hat, egal ob du dir noch selbst in manchen Situationen nicht vergeben hast, ja, wo du noch vielleicht selbst kämpfst, wo du vielleicht selbst noch Angst hast vor dir, vielleicht, da kommt jetzt das Lichtbewusstsein hinein, da kommt jetzt deine Friedensenergie hinein, da kommt jetzt dein Sonnenschein hinein und da findest du jetzt zurück in die Liebe zu dir selbst und damit aber auch wieder zu anderen und erhebst deinen Kelch und sagst, nein, ich will jetzt nicht mehr an der Vergangenheit kleben quasi, sondern ich möchte mich jetzt neu erleben. Und da kommt der Gehängte, du drehst jetzt quasi den Blickwinkel total um und empfängst jetzt wirklich klaren Wein für dich und sagst jetzt nicht mehr Nein zu deinem Leben, sondern ja und machst deine Wünsche groß und fürchtest dich nicht mehr. Auch im Bereich der Liebe fürchtest du dich nicht mehr. Du weißt, dass da viele Verletzungen waren, aber du lässt jetzt einen alten Pfad tatsächlich los, um alte karmische Strukturen zu entbinden, um fesselnde Geschichten, die dich klein gehalten haben, zu entbinden, ja, in Verbindungen generell, um jetzt hier wieder die offene Liebe zu finden im Sinne von, nicht offen, na, so, sondern die freie, offene Liebe zu finden und nicht mehr so klein zu sein, nicht mehr Bedürftigkeit in irgendeiner Art und Weise. Ja, ich glaube, viele sind das gar nicht mehr so bewusst, aber es schwingt im Unterbewusstsein tatsächlich noch mit, weil hier haben wir die Heilung, hier haben wir nochmal die Transformation, hier haben wir jetzt, dass du tatsächlich deiner Weisheit folgst, dich aufmachst.
dich groß machst und hier wirklich in die Bewegung gehst, nämlich deinen Träumen entgegen, der Liebe entgegen und alles das, was dir komisch verbunden war, jetzt einfach abkattest, um jetzt den reichen Segen für dich zu empfangen und nichts mehr zu kontrollieren. Ja? Also was auch immer, es sind kleine Strukturen, die da mitgeschwungen haben, lieber Löwe. Aber du gehst jetzt aus der Trennung raus und findest maximal zurück auf den Weg zu dir. Und da entwickelt sich wirklich einiges. Wunder, wunderschön. Lass dich fließen, komm ins Genießen, sag einfach Ja zu dir. Bis dann und gönn dir. Und gönn es dir, ja, wirklich in dir jetzt tatsächlich anzukommen. Bis dann, Papa.